Nanu, was ist denn da passiert? Dass Matthias Schweighöfer 41 seine Fans gerne mal mit neuen Frisuren überrascht, ist nichts Neues. Im April zeigte er sich im Netz mit einer schulterlangen blonden Mähne. Der neue Look war aber nur Teil eines Filmprojekts, wie er in der Bildbeschreibung verriet. Jetzt setzte der Schauspieler in puncto Haarlänge aber nochmal einen drauf. Matthias zeigte sich mit langer Lockenpracht. Liebe Leute, zurück vom Social Media Detox. Zurück im Leben, schrieb er unter seinen neuesten Instagram-Post. Und in dem einen Monat Online-Abwesenheit scheint Matthias sich stark verändert zu haben. Statt mit seiner bekannten Kurzhaarfrisur lächelt er mit einer langen Wallemähne entspannt in die Kamera. Die Fans zeigten sich allerdings nicht besonders begeistert von dem neuen Styling. Die Haare gehen gar nicht, sorry und, ich hoffe, es ist ein Scherz, lauteten nur einige der verwirrten Kommentare. Andere User konnten aber auch eine klare Ähnlichkeit mit einem anderen Star ausmachen, und zwar einem Game of Thrones Charakter. Ist das Gwendoline Christie? Witzelte ein Follower in der Kommentarspalte. Brian Schweighöfer ist zurück, stimmte ihm ein anderer zu.